Albert. Ja, hallo Gildo. Wie versprochen, zwei Ministranten zu träumen. Das ist ja, die brauchen wir auch. Die brauchen wir auch. Alles klar, ich guck mal ein bisschen rein. Alles klar. Ja, sehr schön, ich kann dich ein bisschen sehen. Die waren heute nichts dagegen. Ja. Also die sind miteinander aufgewachsen und deshalb, die verkloppen sich nur an. Ja. Wir gar nicht, wir sind alle friedlich. Nee, aber die sind wirklich gewöhnt, miteinander zu zweit auszukommen. Super, immer super. Die waren jetzt mit drei Entendamen unterwegs. Aber passt ja quasi unser Kloster, weil wir für den auch zu zweit. Ja, sehr gut. Also, dann jetzt sagen wir, gehen wir mal Richtung Spanz. Da sind jetzt die. Eigentlich geht es um einen dritten Erpel, der läuft im Moment bei uns zu Hause im Dorf einsam rum, weil irgendwie die Entendamen sind vom Fuchs und vom Habicht und von allem irgendwie geholt. Ne? Wir konnten den nicht zu uns nehmen, weil dann hätten wir drei Erpel und drei Enten, das ist irgendwie zu hart. Dann habe ich Albert gefragt, wie sieht's aus? Kannst du zwei Jungs hier gebrauchen? Jetzt kommen die Jungs hier hin nach Klausen. Ja. Und der einsame Erpel wandert zu uns nach Longhorn City, zu den drei Damen. Die verstecken sich hier. Ja, sie haben so ein bisschen Busch, haben sie hier auch ein bisschen grün hier in eurer kleinen Mönchszelle, eurer Eremitage. Die Fischen und den zwei Katzen und jetzt mittlerweile 13 Hühnern, zwei Laufenten. Ganz schön groß. Ja, wir werden immer mehr zum Zoo hier. Aber das ist auch ein bisschen Gnadenhof. Klausen ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und Tiere zusammenkommen. Und von daher passen die gut zu uns hier. An der Haus Gottes, hier direkt leben sie. Das ist an sich ein schöner Ort und ich hoffe, dass die hier glücklich sind. Ich hoffe, dass das euch nicht stört, wenn die Orgel mal spielt oder die Glocken läuten. Ja, wunderschöne Stimmen. Genau, die entstanden jetzt hier in der Corona-Zeit. Genau. Haben wir jetzt hier unser Picknickkonzert gespielt in Klausen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe auch hier übernachtet und wir haben so miteinander gesprochen. Und dann habe ich halt, wie gesagt, von den zwei Jungs erzählt, ne, für die ich ein Zuhause suche. Und jetzt wohnen sie hier in Klausen. Ja, ich brauche eine Art Führerschein. Ja klar, natürlich. Auf dem Hof hier. Kein Problem. Umlaufen. Ja, aber es ist, die Hühner, weiß ich, gehen abends automatisch in ihren Stall. Warum? Das ist sozusagen, die sind auf diesen Stall geeicht, die wissen das, wenn es dunkel wird, haben sie Angst vor Fuchs, Marder etc. Deshalb gehen sie automatisch, wenn es dunkel wird, in den Stall. Ja, also wie kann ich mir vorstellen, gib denen am Anfang, wenn die rauslässt und willst sie abends reinmachen, ein paar Mehlwürmer rein. Da wissen sie irgendwie abends, wenn du rufst, gibt es Mehlwürmer und dann sind die irgendwie so. Mhm. Also man muss sie rufen und dann kommen sie. Das muss man sich erarbeiten. Ja, erstmal hier. Die müssen erstmal Vertrauen schöpfen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, wenn du die anfütterst, ne, mit positiver Verstärkung, ist das auf jeden Fall zu machen. Und die Enten, die haben irgendwie so, wenn die laufen und du treibst sie, dann musst du einfach deinen Oberkörper entgegengesetzt zu der Richtung und dann machen, wo die hin soll. Wenn du dich nach rechts lehnst, dann gehen die nach links. Das ist irgendwie ganz, also die steuerst du irgendwie so, ne? Sehr schön, ja. Das ist ja wie beim Boxen, die Maid-Bewegung, ne? Man geht irgendwie und dann treibt man die halt hier so vor sich hin. Das geht, also die kann sie gerne haben, ne? Der Boden ist super hart, ne? Die würdest du eben irgendwas zum Gründeln. Ja. Sowas, ne? Also, wenn die mal reinkommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie auch wieder auf den Mist hauen. Ja, normalerweise ist ja auch so, also wenn normal, das wäre ja auch, sag ich mal, wenn die mal aus dieser Eingewöhnungsphase raus sind, die ja nicht so lange dauern würde, ich denke mal ein, zwei Tage, und dann lassen wir die raus. Und die Hühner, die sind ja auch meistens eher auch hier auf der Wiese, auf dem Misthaufen. Und wenn die dann zusammen da drauf sind, dann werden wir sehen. Ja. Vielleicht gehen sie ja mit den Hühnern in den Stall abends. Ich glaube, die wollen immer, die haben immer so einen Drang zum Mittelschiff. Die wollen in die Kirche, die wollen dienen, die wollen der Messdiener. Die wollen Ansprache. Messdienerunterricht. Genau, die bekommen noch so kleine Überwürfe. Ja, bauen wir alles. Wie wirst du die nennen? Ja, ich denke, der eine wird
im Namen meines Namenspatrons bekommen, dem Patron der Naturwissenschaftler, der erste Tierforscher des Mittelalters, Albert. Okay, ja. Und der andere, ja, zu Ehre eines bekannten Menschen, den schönen deutschen Namen Horst. Horst ist ein guter Name. Albert und Horst. Das, ja, ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ja. Weiß ich auch nicht. Welchen nennst du Horst? Welchen nennst du Albert? Ja, da muss ich mal gucken. Also ich würde sagen, der etwas, der mit dem größeren Weißanteil, weil der heilige Albert ja auch ein weißes Gewand getragen hat, der wird Albert sein und der braunere da wird der Horst sein. Das ist der Horst. Der Horst.